In diesem Video geht es um das Einspruchsverfahren gegen Patente. Das Einspruchsverfahren ist das günstigste Verfahren, gegen erteilte Patente vorzugehen. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Beim Europäischen Patentamt überleben lediglich ungefähr 28% aller angegriffenen Patente einen Einspruch und 32% aller angegriffenen Patente werden vollständig widerrufen. In diesem Video erkläre ich mal, wie so ein Einspruchsverfahren abläuft, was es kostet und was man so beachten muss. Wann legt man überhaupt Einspruch gegen ein erteiltes Patent ein? Meistens werde ich von meinen Mandanten beauftragt, Einspruch gegen ein Patent einzulegen, wenn ein Produkt eines Mandanten konkret in ein Patent eingreift oder man befürchten muss, dass es vielleicht eingreift. Es kann natürlich auch sein, dass der Mandant plant, ein bestimmtes Produkt auf den Markt zu bringen, also was noch gar nicht auf dem Markt ist. Und dann hat er natürlich auch ein Interesse, dieses Patent zu Fall zu bringen. Die Frist für einen Einspruch beträgt in der Regel 9 Monate, jedenfalls beim Europäischen Patentamt und beim Deutschen Patent- und Markenamt, ab Hinweis auf Erteilung. Und im Folgenden erkläre ich mal, wie so ein Einspruchsverfahren überhaupt abläuft. Im Schriftsatz, den man mit dem Einspruch zusammen einreicht, sollte man schon alle Argumente und vor allem alle Dokumente aus dem Stand der Technik, also alle vorbekannte Technologien, die man ermittelt hat, schon vortragen, denn die Rechtsprechung wird immer strenger, dass eben später vorgebrachte Dokumente oder Beweismittel vielleicht als verspätet nicht mehr berücksichtigt werden. Also ganz wichtig, möglichst alle Argumente und noch viel wichtiger, alle Dokumente, die man als Beweismittel anführen möchte, dass eben der Gegenstand des Patents nicht neu und nicht erfinderisch ist, möglichst schon direkt zu Beginn des Einspruchsverfahrens alles auf den Tisch legen. Legt man Beweismittel erst später vor, so muss man jedenfalls beim Europäischen Patentamt mittlerweile in der Regel konkret begründen, warum man das erst später vorlegen konnte und warum man zu Beginn des Einspruchsverfahrens nicht gehindert war, eben dann dieses Beweismittel vorzulegen. Die Einspruchsabteilung, jedenfalls beim Europäischen Patentamt, gibt dann nach dem Einspruch und nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Patentinhaber 4 Monate Frist, um eine Stellungnahme abzugeben. Jedenfalls ist das so die Regelfrist. Die kann verlängert werden auf maximal 6 Monate in der Regel. Dann guckt sich die Einspruchsabteilung nochmal genau alle vorgetragenen Argumente an und lädt zu einer mündlichen Verhandlung. Und in dieser Ladung zur mündlichen Verhandlung wird dann schon mal die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung mitgeteilt. Man kann, muss nicht, auch zwischendurch noch eine Eingabe machen. Das heißt, wenn man jetzt das Verfahren zügig durchführen will, dann sollte man nach dem Einspruch oder wenn man Patentinhaber ist, nach der ersten Stellungnahme auf den Einspruch erstmal keine weitere Eingabe machen. Denn dann wird sich die Einspruchsabteilung eben irgendwann zusammensetzen und eine vorläufige Meinung bilden und die mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung auch mitteilen. In dieser Ladung zur mündlichen Verhandlung wird natürlich das Datum der mündlichen Verhandlung genannt und es wird auch eine weitere Frist zur Stellungnahme genannt. Man kann nämlich in der Regel bis 1 Monat vor der mündlichen Verhandlung nochmal wieder vortragen, und zwar beide Parteien gleichzeitig. Das heißt, in diesem Fall kann dann die eine Partei nicht auf die andere eingehen. Man muss dann halt ein bisschen raten, was die andere Partei vortragen wird. In der Regel sollte man sich auf die Punkte fokussieren, die eben die Einspruchsabteilung in der vorläufigen Meinung als wichtig angesehen hat. Ich selbst habe mir aus Neugier mal über 14.000 Einspruchsverfahren konkret angesehen, also nicht jedes einzelne ich persönlich, sondern ich habe damit eine Datenbank gefüttert und zwar mit verschiedenen Parametern, wie zum Beispiel der Anzahl der Ansprüche, der Länge der Ansprüche, der Länge der Verfahrensdauer, der Anzahl der zitierten Dokumente im Prüfungsverfahren, der Nationalität der Patentinhaber, der Nationalität der Vertreter der Patentinhaber und so weiter. Insgesamt über 30 Faktoren und habe dann eben geguckt, ob diese Faktoren einen Einfluss auf den Ausgang des Einspruchsverfahrens haben. In folgenden Videos, also nachfolgenden Videos nach diesem Video, werde ich die Ergebnisse mal im Detail vorstellen. Falls Sie jetzt schon Interesse an solchen Trends vielleicht haben, schreiben Sie das doch in die Kommentare und dann kann ich da schon konkret vielleicht was zu sagen. Jetzt vielleicht noch was zu den Kosten, das ist ja mal ein wichtiges Thema. Die Einspruchsgebühren beim Deutschen Patent- und Markenamt betragen 200 Euro, die Einspruchsgebühren beim Europäischen Patentamt betragen 800 Euro.
Das sind allerdings die eher geringen Kosten in so einem Einspruchsverfahren. In der Regel wird man nämlich als Einsprechender vor dem Einspruch nochmal eine Recherche nach sogenannten Stand der Technik durchführen. Dafür kann man bestimmt gut 2.000 bis 5.000 Euro veranschlagen. Man bekommt das natürlich auch günstiger hin, kann dann natürlich auch nur weniger recherchieren. Und dann wird das Einspruchsverfahren insgesamt bis zur erstinstanzlichen Entscheidung so zwischen 10.000 und 20.000 Euro kosten, je nach Aufwand. Der Aufwand kann sehr unterschiedlich sein, wenn es ein sehr komplexes Patent ist mit ganz vielen Patentansprüchen oder sehr komplizierten Patentansprüchen. Oder man hat nicht so guten Stand der Technik gefunden und muss eben besser argumentieren oder es fällt dann eben ein bisschen schwerer, dann wird es eher teurer. Und wenn es ein ganz einfacher Einspruch ist, wo man ein Patent, einen Stand der Technik gefunden hat, ein Dokument, wo alles ganz genauso drinsteht, dann ist es halt einfacher. Komplexer kann es natürlich auch werden, wenn mehrere Verfahrensbeteiligte da dabei sind. Also ich habe gerade ein Einspruchsverfahren, wo insgesamt 5 Einsprechende gegen ein Patent einsprechen und jeder trägt seine Argumente vor. Und man will natürlich einen Überblick über die gesamten Argumente behalten und muss die immer zusammentragen und nachverfolgen und sehen, was hat wer in der mündlichen Verhandlung gesagt, was hat wer in den Schriftsätzen gesagt. Das wird dann eben etwas komplexer. Nicht nur die Kosten sind ein Vorteil gegenüber dem Nichtigkeitsverfahren zum Beispiel, was man durchführen muss, wenn man die Einspruchsfrist verpasst, sondern gerade beim Europäischen Patentamt kann man eben ein europäisches Patent zentral angreifen für alle Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens. Und das macht es natürlich besonders attraktiv. Also wenn man die Einspruchsfrist verpassen würde, dann müsste man eben das europäische Patent, das zerfällt im Moment dann in lauter nationale Patente, also ein italienisches Patent, ein deutsches Patent, ein französisches Patent, ein britisches Patent und so weiter, je nachdem, wo der Patentinhaber das Patent validiert. Und da muss man im Prinzip, wenn man die Anspruchsfrist verpasst, in jedem dieser Länder ein Nichtigkeitsverfahren durchführen, wo das Patent einen stört. Und der Charme an dem europäischen Einspruchsverfahren ist, dass man eben ein Patent zentral angreifen kann und es dann komplett vernichtet ist, wenn man erfolgreich ist. Wenn Sie neu sind in meinem Kanal, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal, wenn Sie in Zukunft weitere Videos über Patente, Marken und Designs sehen wollen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie auf Like, Fragen und Kommentare gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte.